Es ist endlich wieder Leben in der Bude. Das Sommersemester 2022 an der Hochschule Hof hat begonnen. Ich bin die Franzi, Campus-Reporterin hier an der Hochschule. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier am Campus und in der Hochschule mal ein bisschen um, was hier so abgeht. Und ihr kommt mit. Los geht's. Kein Bier vor vier ist die Regel, ne? Aber es ist 4 Uhr vormittags auch schon rum, oder? Hast du jetzt wieder recht. Welches Semester? Viertes. Welcher Studiengang? Maschinenbau. Hast du ein paar Tipps für die Neuen, wie sie das Studium hier an der Hochschule leicht nehmen können? Bier wahrscheinlich? Ja, ab und an, ne? Sich Kommilitonen suchen zum Lernen und mit den Kommilitonen kommt man eigentlich das ganze Semester durch. Was man auf jeden Fall als Erste machen kann, um halt auch ein paar neue Leute kennenzulernen und so weiter und hier reinzukommen, ist vielleicht sich mal in so einem Hochschulsportprogramm anzumelden, weil ab April laufen hier auch wieder Kurse. Und also Vorlesung sollte man schon ein bisschen aufpassen und vielleicht nicht erst eine Woche vor der Prüfung mal anschauen, worum es überhaupt geht. Das sind ja schon mal gute Tipps. Theresienpark ist sehr schön und ja, mal durch die Altstadt schlendern, da kann man ein bisschen shoppen. Untreusi ist auf jeden Fall sehr schön oder in Tauberlitz gibt es einen sehr schönen See, auch eine Boulderhalle. Sehr toll, ja. Und wenn man feiern gehen will, ist ja auch ganz wichtig, oder? Als Student. Feiern ist wichtig auf jeden Fall, neben dem Studium, definitiv. Ja, und was wäre ein Semesterstart ohne fette Auftaktparty? Und die findet heute hier im Einstein 1 statt. Was erhofft ihr euch denn heute von der Party? Ja, das wird bestimmt gut. Das ist ja die erste Party an der Hochschule wieder, also... Gute Laune und Spaß und einen schönen Abend. Habt ihr Bock? Auf jeden Fall. Auf der einen Seite haben wir natürlich diese klassische Semester-Opening-Party, die hier unten im unteren Bereich stattfindet. Und hier oben auf der Empore im ersten Stock können sich eben unsere Mieter, unsere Startups, die hier eben am Campus ansässig sind, mal präsentieren und haben natürlich auch die eine oder andere Aktion vorbereitet. Bier wahrscheinlich? Ja, ab und an, ne? Das Bier schmeckt schon wieder? Ja, freilich. Na dann, Prost! Dankeschön. Fakt ist auf jeden Fall, wenn man hier in der Hochschule unterwegs ist, trifft man immer prominente Persönlichkeiten. Herr Gandalf, was würden Sie denn den Erstsemestern empfehlen? Gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten im Hof. Es fehlt einem hier an nichts, oder?